rufe auf den Punkt 62, Aktuelle Stunde, Fraktion der SPD. Weiterer PR-Flop von Verkehrsminister Al-Wazir, 2014-46. Das Wort hat der Kollege Marius Weiß, SPD. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei Tarek Al-Wazir gibt es inzwischen die Regel, dass sich die Größe des Getöses bei der Vorstellung von Projekten immer umgekehrt proportional zum Ertrag verhält, der nachher hinten rauskommt. Das habe ich gestern in der Haushaltsrede bei dem Thema Radwegeprogramm erläutert. Und die schwarz-grüne Lärmobergrenze ist das nächste Beispiel dafür. Warum ist die Lärmobergrenze so ein Flop geworden? Seit genau 2 Jahren gilt sie jetzt am Frankfurter Flughafen. Um sie zu definieren, wurde der Lärm um 1,8 dBA gegenüber dem im Planfeststellungsbeschluss prognostizierten Dauerschallpegel reduziert. Man hat das für 2 Gebiete festgelegt, einmal für die Hochbetroffenen, die 55 dBA Dauerschallpegel haben, und für die Höchstbetroffenen, die einen Dauerschallpegel von 60 dBA haben. Dann hat Schwarz-Grün den Fehler gemacht, den wir damals stark kritisiert haben. Man hat als Ausgangswert nämlich die Prognosen des Planfeststellungsbeschlusses von 2007 genommen, die für die Hochbetroffenen eine Fläche von fast 30.000 Hektar berechnet hat und für die Höchstbetroffenen eine Fläche von 12.700 Hektar. Durch die Modernisierung des Fluggeräts eingetretene Wirkung, die wurde völlig unterschätzt. Wir konnten dies damals schon nicht nachvollziehen, weil man auch die Jahre seit dem Erlass des Planfeststellungsbeschlusses von 2007 bzw. seit der Inbetriebnahme der Landebahn Nordwest 2011 bis 2015 hätte berechnen können. Dabei hätte man die Wirkungen der Modernisierung des Fluggeräts auf die Entwicklung des 55 dBA und des 60 dBA Gebiets erkennen können. Wenn man dies gemacht hätte, hätte bei der Festsetzung der Lärmobergrenze eine deutlich höhere Absenkung gegenüber den Annahmen im Planfeststellungsbeschluss erfolgen müssen. Der Flughafen und die Airlines haben dies sicherlich getan, sonst hätten sie das gemeinsame Papier gar nicht unterschrieben. Die Landesregierung hat dies entweder fahrlässig unterlassen, oder sie wollte genau dieses Ergebnis, was wir jetzt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, beim 60 dBA-Gebiet der Höchstbetroffenen wurde die Lärmobergrenze im letzten Jahr um 1.700 Hektar unterschritten. Beim 55 dBA-Gebiet der Hochbetroffenen wurde die Lärmobergrenze im letzten Jahr sogar um 4.600 Hektar unterschritten. Und das in einem Jahr, in dem die Zunahme der Flugbewegungen in den 6 verkehrsreichsten Monaten um 7,3% stieg. Ein Anstieg, wie Sie ihn in Frankfurt seit 30 Jahren nicht mehr gesehen haben. Selbst in einem Jahr mit Rekordwachstum wird die Lärmobergrenze nicht einmal annähernd erreicht. Ohne jegliche zusätzliche Anstrengungen durch schnelleren Umstieg auf neues Fluggerät oder neue Anflugrouten und Systeme wird die schwarz-grüne Lärmobergrenze absolut deutlich unterschritten. Es kommt noch dicker, weil klar ist, dass sich das Wachstum im Vergleich zu 2018 schon in diesem Jahr deutlich abschwächen wird. Im Monitoringbericht wurde deswegen für die Folgejahre von einem Wachstum von nur noch 1,6% ausgegangen, was realistisch erscheint. Und jetzt hören Sie einmal zu, Herr Frömmrich, statt immer nur dazwischen zu brüllen. Haben Sie gestern ja auch schon die ganze Zeit. Ja, entspannen Sie sich ein bisschen. Wenn man jetzt ein Szenario mit einem Wachstum der Flugbewegungen von jährlich 1,6% rechnet, wie es die Landesregierung jetzt tut, und die realistische, aus den letzten 15 Jahren hergeleitete Annahme trifft, dass die Flottenpolitik der Airlines mit einem kontinuierlichen Austausch von Flugzeugen wie in 2018 sich fortsetzt, wird sie die Lärmobergrenze erst in den 2030er Jahren erreichen. Das ist aber rein theoretisch, und zwar warum? Denn bei diesem Szenario wird die im Planfeststellungsbeschluss genannte Anzahl von 701.000 Bewegungen sogar vor der schwarz-grünen Lärmobergrenze erreicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die mit der Einführung der Lärmobergrenze beabsichtigten Ziele und Wirkungen werden unter Berücksichtigung der vorgenommenen Ausgestaltung nicht erreicht, da die Wirkung der Flottenpolitik der Airlines deutlich unterschätzt wurde.
Nur so ist es auch zu verstehen, dass die Airlines und der Flughafen sich auf die freiwillige Lärmobergrenze überhaupt eingelassen haben. Sie hat schlicht keine Wirkung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Tariq Al-Wazir hat bei der Einführung versprochen, dass seine Lärmobergrenze eine Anreizfunktion für neues Fluggerät haben werde und dass sie eine Begrenzung unterhalb der 701.000 Flugbewegungen des Planfeststellungsbeschlusses einführen werde. Beide Versprechungen sind nicht eingetroffen und werden auch nicht eintreffen. Das kann man nach 2 Jahren Lärmobergrenze bereits sagen. Deshalb wurde der Monitoringbericht ja auch nur klammheimlich auf die Homepage des Ministeriums gestellt, ohne dass sonst immer die großen Leistungen mit einer PM groß zu veröffentlichen, wie Al-Wazir das sagt. Herr Kollege Weiß, Sie müssen zum Schluss kommen. Herr Präsident, das Schwarzbuch für Steuergeldverschwendung müsste eigentlich auch um eine Entsprechung durch den größten politischen Flop ergänzt werden. Die Lärmobergrenze von Tariq Al-Wazir würde ganz sicherlich dazugehören. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Weiß. Das Wort hat der Abg. Enners, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es steht außer Frage, dass Fluglärm ganz besonders in den Flugschneisen für die dort lebende Bevölkerung belastend ist. Belastend und gesundheitsschädlich, besonders dann, wenn der geräuschüberdeckende Tageslärm abnimmt und startende und landende Flugzeuge noch stärker wahrgenommen werden. In der Historie des Flughafens wurden und werden bis heute viele und auch vielfältige Maßnahmen vorgenommen, um den Lärm zu reduzieren. So herrscht seit 2011 ein Nachtflugverbot zwischen 23 und 5 Uhr. Und in 2015 wurden ergänzend die sogenannten Dedicated Runway Operations, kurz Drops Early Morning, eingeführt. Dabei wird zwischen 22 und 23 Uhr nur auf der Südbahn gelandet. Starts erfolgen über die Senderbahn und die Startbahn West, wodurch z. B. Sachsenhausen und das nördliche Offenbach entlastet wird. Morgens zwischen 5 und 6 Uhr wird auf der Nordwest- und Senderlandebahn gelandet und nur auf der Südbahn gestartet, was wiederum zu einer Entlastung von Neu-Isenburg führt. Mit anderen Worten, diese Drops ermöglichen alternierend einem Teil der Anwohner von 22 bis 5 Uhr und dem anderen Teil von 23 bis 6 Uhr, je nach Windrichtung, entsprechende Lärmpausen zu verschaffen. Mit diesem Instrument wird die lärmberuhigte Zeit um gut eine Stunde verlängert. Meine Damen und Herren, es sind die bekannten beiden Seiten der Medaillen, einerseits die bedarfsgerechten Betriebszeiten des Flughafens und andererseits die berechtigten Ansprüche der Anwohner auf eine geschützte Nachtruhe. Wir wissen, dass uns Beschränkungen der Betriebszeiten im internationalen Wettbewerb und damit den Wirtschaftsstandort Hessen bzw. Deutschland schwächt. Wir wissen ebenfalls, dass Fluglärm gesundheitsschädlich ist und geltendes Recht hinsichtlich Nachtflugverbot auch eingehalten werden muss. Aber, meine Damen und Herren, wir dürfen nicht vergessen, dass der Flughafen Frankfurt mit der Lufthansa und Fraport der größte Arbeitgeber in Hessen ist und der Flughafen im harten internationalen Wettbewerb steht. Der Balance Approach, der ausgewogene Ansatz, den die ICAO, also die zivile Luftfahrtorganisation, ausgearbeitet hat, findet sich im Luftverkehrsgesetz wieder. Dieser ausgewogene Ansatz verfolgt die Reduktion des Lärms und mit allen möglichen Maßnahmen. Erst wenn alles andere ausgeschöpft ist, erst dann soll die Beschränkung der Betriebszeiten ins Auge gefasst werden. Erst dann, meine Damen und Herren. Die Lärmpausen werden durch ein betriebliches Monitoring detailliert festgehalten und nach Ablauf eines Jahres veröffentlicht. Nach den veröffentlichten Unterlagen sind in den Jahren 2017 und 2018 die Lärmpausen eingehalten worden. In 2018 wurden sie sogar recht stark unterschritten. Die Monitoringberichte beziehen sich auf ein ganzes Jahr, und man sollte daher bis zum Jahresende warten, bis alle 12 Monate für 2019 ausgewertet sind. Denn nur dann liegen auch wirklich verlässliche und verwertbare Zahlen vor. Gehen wir aber von den Zahlen einmal weg hin zu den Menschen, die dort leben. Wer in einer Flugschneise lebt, hat ca. alle 45 Sekunden einen Flieger, der startet oder landet. Dies ist unbestritten mit viel Lärm verbunden. Jedoch nimmt dieser Lärm in der Zeit von 22 bis 23 Uhr deutlich ab und erst in der Zeit von 5 bis 6 Uhr langsam wieder zu. Meine Damen und Herren, ja,
Wir stimmen zu und fördern es auch, dass die Lärmschutzmaßnahmen weiterhin durchgeführt, überwacht, erweitert und verbessert werden müssen, genau wie es die Zivile Luftfahrtorganisation auch sieht. Ja, wir sind auch dafür und fördern es, dass es weiter an Lärmreduktionen geforscht und gearbeitet wird, z.B. durch Nachrüstung von sogenannten Vortex-Generatoren und leiseren Triebwerken. Wir sind aber nicht damit einverstanden, den Flughafen durch immer weitere Ausdehnung des Nachtflugverbotes noch mehr zu beschränken und damit die Wettbewerbsfähigkeit im europäischen und internationalen Vergleich zu vermindern und Arbeitsplätze zu gefährden. Meine Damen und Herren, nachhaltige und vernünftige Politik besteht darin, alle Beteiligten und Vorschläge an einen Tisch zu bringen, um Lösungen zum Wohle aller zu erarbeiten. Wir von der AfD stehen zum Flughafen als größtem Arbeitgeber der Region und sprechen uns gegen eine pauschale Ausweitung des Nachtflugverbotes aus. Wir haben aber auch immer die Bedürfnisse der dort lebenden Menschen im Blick und sagen, dass Fragen Sie mich doch gleich mal. Und sagen daher, dass die gesetzliche Regelung zum Nachtflugverbot strikt eingehalten werden müssen. Daraus folgt ganz klar, es ist ein langwieriger und schwerer Prozess, Bedürfnisse des Flughafens und der Anwohner unter einen Hut zu bringen. Und daher ist es für mich unverständlich, warum Sie, meine Damen und Herren, nicht anfangen, über eine große Lösung nachzudenken, anstatt immer nur im Kleinen versuchen, an den gleichen Schrauben zu drehen, die niemals die Bedürfnisse aller befriedigen können. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Innes. Das Wort hat der Abg. Dr. Naas, FDP. Auf geht's. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Weiß, ich habe Ihnen aufmerksam zugehört, aber ich muss ehrlich sagen, ich kann die SPD-Position zum Flughafen nicht mehr nachvollziehen. Denn ich frage mich heute Morgen, für was Sie eigentlich stehen, für wen Sie eigentlich hier kämpfen wollen. Für die Flugreisenden sicherlich nicht. Das haben Sie heute Morgen eindrucksvoll bewiesen. Weil wie viel so ein Flugticket kostet am Ende, das scheint Ihnen ja egal zu sein. Bleiben also noch die Anwohner und bleibt der Flughafen selbst. Da frage ich mich, für die Anwohner wollen Sie kämpfen? In Ordnung. Aber wo wäre denn dann Ihre Lärmobergrenze? Es ist doch erst einmal etwas Positives, wenn die unterschritten wird. Das ist doch etwas Gutes, wenn der Fortschritt so weit geht, dass wir gar nicht in die Gefahr kommen, diese Lärmobergrenze zu reißen. Das ist doch etwas Positives. Und dann bleibt auf der anderen Seite die Frage, ob Sie nicht auch einmal für den Flughafen als größten Arbeitgeber kämpfen sollen. Denn da sind sehr viele auch Ihrer Wähler gerade beschäftigt. Und deswegen bin ich so ein bisschen über Ihre Überschrift gestolpert. Denn Sie sagen hier, das sei ein PR-Flop des Ministers gewesen. Ich muss sagen, ganz im Gegenteil. Die Lärmobergrenze war kein PR-Flop, sondern das war doch ein genialer Schachzug, die Lärmobergrenze so niedrig zu legen, dass man problemlos drüber springen kann. Das war doch hervorragend gemacht im Jahre 2016-17. Ich hatte mir schon, Kollege Weiß, überlegt, ob wir als Liberale nicht auch einmal diese Diskussion zum Tempolimit aufgeben. Ganz einfach, indem wir sagen, Tempolimit ist 350 auf hessischen Autobahnen. Denn dann brauchen wir das nicht mehr. Und genauso ist es hier bei der Lärmobergrenze auch. Ich kann Ihnen nur sagen, wir glauben daran, dass es gut und richtig ist, weiter in synthetische Kraftstoffe zu forschen, dass es gut und richtig ist, die Flotte zu erneuern. Wir Freie Demokraten glauben, dass der Fortschritt dazu führt, dass wir den Frankfurter Flughafen auch weiter ausbauen können, dass die Flugbewegungen selbst zunehmen können, ohne dass es zu einer Mehrbelastung der Region kommt. Und man muss diese Lärmobergrenze auch so, wie sie ist, jetzt akzeptieren. Wir haben ja eine lange Geschichte hinter uns, was sozusagen den Ausbau angeht. Früher wollte sich der Minister ja an jedes Flugzeug ketten, das da abhebt. Das ist auch deutlich ruhiger geworden. Bleiben wir bei der Lärmobergrenze. Es gibt im Moment genügend Luft, damit der Flughafen wachsen und gedeihen kann. Und der technische Fortschritt wird dazu führen, dass das weiter auch der Fall ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Naas. Das nächste kommt der Kollege Frank-Peter Kaufmann, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte.
Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Also, dieser Morgen ist für mich ausgesprochen lehrreich. Ich habe vom Kollegen Weiß erfahren, dass es klammheimliche Webseiten geben kann. Das ist für mich sozusagen eine neue Information. Ich werde zukünftig damit umgehen. Und dann, verehrter Kollege Naas, sei mir am Anfang der Hinweis gestattet, Ihre Position, die Sie in Ihren Worten gerade uns sehr lautstark nahegebracht haben, ist genauso wenig konsistent und verständlich wie die der SPD. Denn Sie loben, einerseits beschimpfen Sie letztendlich oder karikieren Sie den Verkehrsminister wegen der Lärmobergrenze, und weil sie zu hoch sei, und andererseits fordern Sie Freiheit für den Flughafen. Genauso ein Widerspruch wie im anderen Fall. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Initiator dieser Aktuellen Stunde war die SPD. Und insoweit muss man feststellen, die SPD tut sich traditionell sehr schwer mit der Lärmobergrenze. Sie hatte sie zwar selbst einst im Programm, wusste zu keinem Zeitpunkt, wie man das umsetzen könnte, war gegen die Aktivität von Al-Wazir und der Landesregierung, forderte die Verbindlichkeit, aber war gleichzeitig dafür, dass der Planfeststellungsbeschluss weiterhin gelten soll, und sah den Widerspruch darin. Ich kann nur eines feststellen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Derjenige, der das damals, Ihr früherer Vorsitzender Schäfer-Gümbel, gefordert hat, ist weg. Die Lärmobergrenze ist immer noch da. Und das ist der entscheidende Punkt, im Gegensatz zu den Behauptungen, die wir bisher gehört haben, wie die Monitoringberichte, jetzt der vorliegende zweite, uns eindeutig zeigen, die Lärmobergrenze wirkt, weil ja genau das Ziel und von Anfang an immer das erklärte Ziel dieser Lärmobergrenze war, die vereinbart wurde für eine gemeinsame Strategie mit der perspektivischen Erwartung, dass genau der technische Fortschritt, der zur Lärmminderung bei Flugzeugen führt, dass der für die Bevölkerung, die rund um den Flughafen lebt, genutzt wird. Und genau das ist der Fall. Und das Incentive insoweit für die Luftverkehrswirtschaft ist genau die Verabredung, dass die Lärmobergrenze diejenige ist, die signalisiert, wo stehen wir und was können wir erreichen. Und dass sie erfolgreich war, verehrter Kollege Weiß, hätten Sie aus dem Monitoringbericht ja entnehmen können, ganz im Gegensatz zu Ihrem Urteil. Sie haben es doch selber mindestens zur Hälfte erwähnt. Die Zahl der Flugbewegungen ist doppelt so stark gestiegen wie in dem Vergleich der beiden Jahre, die jetzt vorliegen, als sozusagen die verlärmte Fläche. Das heißt, es ist ein Effekt, dass 50% des erwartbaren Zuwachses nicht eingetreten ist. Und genau in dieser Richtung soll die Lärmobergrenze ja auch wirken. Sie soll führen, und das tut sie nachweislich, empirisch feststellbar, zu einer Entkopplung des Verkehrswachstums am Flughafen und der Lärmentwicklung gemessen in der belasteten Fläche. Also, verehrter Kollege Weiß, Thema vollständig verfehlt. Das Ziel der Lärmobergrenze wurde erreicht. Und wenn wir die weiteren Berechnungen, die Sie ja auch ansprachen, dann für die Zukunft verfolgen, dann sehen wir, dass die Entwicklung so weitergehen wird. Und wenn Sie am Ende sagen, dass die Lärmobergrenze dazu führt, dass selbst mit 701.000 Flugbewegungen sozusagen die Endperspektive des Ausbaus des Planfeststellungsbeschlusses, die logischerweise deutlich später erreicht werden wird als ursprünglich gedacht, dann wäre es ja schon nächstes Jahr soweit. Und dass deshalb die ganze Entwicklungszeit, das wahrscheinlich noch Jahrzehnte oder länger dauern wird, genutzt werden kann, dann finde ich das sozusagen die beste Nachricht überhaupt, dass die Lärmobergrenze dazu führt, dass der Flughafen wachsen kann, unter diesem Aspekt zumindest, und dass darüber hinaus aber die Belastung für die Bevölkerung rund um den Flughafen deutlich weniger und absehbar gar nicht mehr wächst. Das ist doch das Ziel der Lärmobergrenze, und das ist bestens erreicht. Und genau deshalb, weil wir diesen Verkehrsstandort Flughafen auf diese Weise, was seine Negativwirkung für die Umgebung angeht, ein Stück weit deutlich verbessert haben mit den Verfahren, ist es umso wichtiger, jetzt auch die Klimaneutralität im Flugverkehr stärker anzustreben. Da ist die Variante elektrisch betriebene Flugzeuge eher eine, die nicht zielführend sein dürfte, und deswegen genau der Weg, nämlich hier Power to Liquid, die Wege der
synthetischen Herstellung von Flugbetriebsstoffen, wo wir ja auch hier vor kurzem schon einmal darüber diskutiert haben, den Weg gehen wir, um an dieser Stelle auch den Flughafen weiter und umweltverträglicher zu machen. Ich bedanke mich. Herzlichen Dank, Kollege Kaufmann. Das Wort hat die Frau Abg. Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Fraktionsvorsitzende, bitte sehr, Janine. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vor 2 Jahren hat der grüne Verkehrsminister Al-Wazir uns die sogenannte Lärmobergrenze als großen Wurf präsentiert. Wir haben damals schon gesagt, dass das großer Unsinn ist, weil die eingezogene Grenze weit oberhalb der heutigen Belastung liegt, nämlich vom prognostizierten Wert von 701.000 Flugbewegungen ausgeht und es damit eben noch lauter werden kann. Und Überraschung, so kam es jetzt auch. Das war leider absehbar, denn diese Lärmobergrenze war von Anfang an eine wirkungslose Beruhigungspille. Man könnte auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 300 Stundenkilometer auf der Autobahn einführen und sich dann dafür feiern, dass man ja endlich ein Tempolimit eingeführt hat, das sich auch alle halten. Aber in der Praxis würde es eben nicht dazu führen, dass irgendjemand langsamer fahren würde als heute. Und genauso verhält es sich mit der Lärmobergrenze. Die vom heutigen Ist-Zustand, der für die Anwohner eine dauerhafte und unerträgliche Lärmbelastung und damit auch eine erhebliche Beeinträchtigung von Gesundheit und Lebensqualität bedeutet, eben noch viel Luft nach oben lässt. Eine Lärmobergrenze könnte ein wirksames Instrument zur Entlastung von Fluglärm sein, etwa wenn man sie dynamisieren würde, also z.B. von Jahr zu Jahr absenken würde. So käme nämlich dann der technische Fortschritt von leiseren Maschinen wirklich den Menschen zugute. Aber mit der jetzigen Regelung führt ein angenommener technischer Fortschritt mit leiser werdenden Flugzeugen eben dazu, dass immer mehr Flugzeuge fliegen können und nicht, dass der Lärm weniger wird. Und so profitiert Fraport und die ungebremste Wachstumslogik und eben nicht die Menschen. Und damit das Ganze nicht so leicht nachvollziehbar ist, wird ein super kompliziertes Modell konstruiert, in dem ein Lärmmittelwert auf die Fläche berechnet wird, was kaum jemand versteht. Ist aber auch egal, denn das Ganze hat, wie beschrieben, überhaupt keine praktischen Auswirkungen. Es ist sehr viel Aufwand, Herr Minister, für praktisch keine Verbesserung. Und als wäre das alles nicht schon schlimm genug, das alles ist ja nicht etwa ein Gesetz oder eine Auflage, sondern es ist eine völlig freiwillige Vereinbarung mit der Luftverkehrswirtschaft, die jederzeit wieder aufgekündigt werden kann, etwa wenn der Grenzwert irgendwann in der fernen Zukunft dann doch tatsächlich einmal erreicht würde und damit tatsächlich jemandem wehtun würde. Das ein Placebo zu nennen, ist fast noch zu freundlich, weil die sollen ja angeblich ab und zu mal wirken. Die fluglärmgeplagten Anwohner fühlen sich zu Recht veräppelt. Und so ist es leider auch nicht überraschend, dass der jetzt Ende August vorgelegte Monitoringbericht davon ausgeht, dass mit mehr Flugverkehr und mit mehr Fluglärm zu rechnen ist. Oh Wunder, kann man da nur sagen, wenn man den Flughafen immer weiter ausbaut, neue Landebahn, Terminal 3 und dann auch Dumpingunternehmen wie Ryanair mit Rabatten nach Frankfurt lockt, dann bedeutet das eben, dass es mehr Flugbewegungen und damit mehr Lärm gibt. Daran ist überhaupt nichts überraschend, sondern das ist genau die Konsequenz des dauernden Ausbaus des Flughafens und dass eben dieses ungebremste Wachstum nicht an eigener Stelle gedeckelt wurde, sondern man die Interessen der Luftverkehrswirtschaft umgesetzt hat, meine Damen und Herren. Und deswegen sagen wir Schluss mit den Beruhigungspillen. Die Menschen in der Region haben echte Entlastung verdient, und das geht nicht, ohne dass die Luftverkehrswirtschaft und ihre wirtschaftlichen Interessen eingeschränkt werden. Wer Lärm wirksam reduzieren will, der muss eben bereit sein, sich mit Lufthansa und Fraport auch anzulegen, Herr Minister, und nicht freiwillige Vereinbarungen zu machen, die eben in der Praxis überhaupt nichts ändern. Was die Region braucht, ist ein echtes 8-stündiges Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr, eine Beschränkung der Flugbewegung auf 380.000 pro Jahr und die Verlagerung von Kurzstreckenflügen auf die Bahn. Das ist nicht nur aus Lärmgründen sinnvoll, sondern natürlich wäre das ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und zur Reduzierung von Schadstoffen. Mit leiseren Flugzeugen müsste es tatsächlich leiser werden, aber die jetzige Lärmobergrenze verdient ihren Namen nicht. In diesem Sinne,
unterstützen wir die Forderungen der Flughafenbürgerinitiativen und die 300. Montagsdemonstration im Terminal 1 am Frankfurter Flughafen, die am 11. November stattfindet, und wünschen den Flughafenbürgerinitiativen alles Gute und weiter einen langen Atem, um gegen diese Lärmbelastung zu kämpfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Für die CDU-Fraktion hat das Wort der Kollege Heiko Kasseckert. Bitte sehr, Heiko. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Diskussion, die Argumente haben wir vor zwei Jahren ähnlich ausgetauscht. Ich erinnere daran, dass in der Diskussion zu keinem Zeitpunkt unterstellt wurde oder auch nicht angestrebt wurde, dass die Lärmobergrenze im Jahr 2018 in irgendeiner Weise erreicht oder tangiert wird, sondern sie ist davon ausgegangen, von den maximal nach dem Planfeststellungsbeschluss zulässigen Flugbewegungen von 701.000. Das heißt, es war zu keinem Zeitpunkt eine Diskussion darüber, dass wir sahen, die Lärmobergrenze muss so wirken, dass sie im Jahr 2018 in irgendeiner Weise Flugverkehr einschränkt. Das will ich an dieser Stelle feststellen, und das ist im Widerspruch zu dem, er weiß, ich glaube, dass wir in der Frage es Ihnen ohnehin nicht recht machen können. Hätten wir die Grenze gerissen, dann wären Sie über uns hergefallen. Wir haben eine Grenze gesetzt, die ist deutlich unterschritten, dann fallen Sie auch über uns her. Also es ist klar, wir können Ihnen, egal was wir liefern werden, an der Stelle sicherlich nicht zu Ihrer Befriedigung beitragen. Was uns aber wichtig ist, dass wir für den Luftverkehrsstandort Frankfurt, so wie wir es vorhin auch schon deutlich gemacht haben, Bedingungen schaffen wollen, die alles in den Blick nehmen. Auf der einen Seite diesen Standort sichert, diesen Standort wettbewerbsfähig hält, auf der anderen Seite aber auch das gerechtfertigte Interesse der Bevölkerung nach mehr Ruhe aus dem Flugverkehr heraus berücksichtigt. Was dem zugrunde liegt, ist der Planfeststellungsbeschluss. Und deshalb war die Verhandlung vor zwei Jahren, die Minister Al-Wazir und die Landesregierung geführt haben, die waren nicht trivial, ganz im Gegenteil. Der Flughafenbetreiber hat einen Planfeststellungsbeschluss. Er hätte sich überhaupt nicht auf irgendeine Vereinbarung einlassen müssen, sondern er hätte die aus dem Planfeststellungsbeschluss zulässigen Werte für sich gelten lassen können. Das hat er nicht getan, und das respektieren wir und anerkennen wir, dass die Luftverkehrsseite sich an dieser Stelle bewegt hat und an dieser Stelle eben auch ein Zeichen setzt, zu sagen, der Verantwortung. Wir wollen alle technischen Neuerungen nutzen. Wir wollen besser werden. Wir wollen leiserer werden. Wir wollen klimafreundlicher werden. Auch hier gab es in der Vergangenheit immer schon Bewegung. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, also jetzt hat es einen Planfeststellungsbeschluss gegeben und jetzt bleibt alles so, wie es ist. Ganz im Gegenteil, die Luftverkehrsseite hat an dieser Stelle schon sehr, sehr viel beigetragen. Und deshalb sagen wir noch einmal, die Lärmobergrenze, das war das letzte Element des Mediationsergebnisses. Auch darauf will ich großen Wert legen. Es war das letzte Element, das es zu verhandeln galt. Wir glauben, dass es nach wie vor das richtige Signal ist. Wir glauben, dass in der Ausbaustufe des Flughafens bzw. in den Möglichkeiten der Flugbewegungen damit ein wesentlicher Beitrag geleistet wurde gegenüber der ursprünglichen Annahme des Planfeststellungsbeschlusses, dass Flüge oder Flughafenbetrieb in dieser Zeit deutlich besser und verträglicher mit den Interessen der Bevölkerung vereinbar ist. Und deshalb ist es das richtige Instrument. Und ich will an der Stelle erinnern, Frau Wissler, Sie haben gerade noch einmal Ihre Forderungen, die natürlich weit von dem entfernt sind, was wir unter Flugverkehr verstehen. Aber dafür sind wir hier, dafür streiten wir hier, dafür hat jeder seine Position. Aber wenn wir einmal von den etwa 300.000 Flugbewegungen ausgehen, die Sie in den Raum stellen, dann ist es eine... Wie viel? 380.000, dann ist es in etwa eine Halbierung dessen, was möglich ist am Frankfurter Flughafen. Das bedeutet, wenn wir heute von einem im Umfeld des Flughafens von 81.000 Arbeitsplätzen ausgehen und das Ganze halbieren, dann werden wir einen Kahlschlag an die Wirtschaftsfähigkeit dieser Region anlegen. Und nachdem wir die Automobilindustrie schon aufs Korn genommen haben, wäre das die nächste Branche, die wir in Frankfurt, in Hessen und damit auch in Deutschland erheblich schwächen. Deshalb zum Abschluss. Ich glaube, dass die Lärmobergrenze seinerzeit verantwortungsvoll verhandelt wurde. Ich glaube, dass es das richtige Instrument ist, für alle Seiten planbar und verlässlich darzustellen, wo wir bereit sind, mit dem Flugverkehr hinzugehen. Es ist richtig, dass wir weiterarbeiten, besser zu werden, leiserer zu werden, sauberer zu werden.
vor allem aber auch dafür, dass der Flughafen weiterhin diese Wettbewerbsfähigkeit erhält, dass er diese Wirtschaftskraft erhält. Wir sehen alle schon, dass so langsam einige dunkle Wolken am Konjunkturhimmel entstehen. Deshalb werden wir alles tun, dass der Luftverkehr davon nicht betroffen ist, weil viele Menschen davon auch leben. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kasseckert. Das Wort hat der Wirtschaftsminister. Tarek, bitte. Herr Präsident, lieber Kollege Weiß, Sie merken ja, dass die Stimmung im Plenarsaal bei der von Ihnen beantragten Aktuellen Stunde brodelt. Ich habe einen langen Blick zurück auf die Debatte rund um den Frankfurter Flughafen. Keine Sorge, ich will jetzt nicht beim Binding-Abend im Herbst 1997 beginnen, sondern nur einmal die letzte Legislaturperiode zurückschauen. Sie haben sich 5 Jahre lang an mir abgearbeitet und an der Flughafenpolitik, offensichtlich mit dem Ziel, dass es den GRÜNEN schadet und der SPD nützt. Vor einem Jahr haben die Bürgerinnen und Bürger Bilanz gezogen, und das Ergebnis ist bekannt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zweitens. Was mir auch an dieser Stelle auffällt, ist, das will ich jetzt einmal erwähnen, wer hier nicht zu dieser Frage spricht. Weil vor einem Jahr hatten wir eine Landtagswahl. Da gab es übrigens einen Spitzenkandidaten der AfD, den Dr. Dr. Rahn. Das hat er vielleicht inzwischen selbst schon vergessen, der als Einziges zu diesem Punkt sozusagen noch keinen einzigen Satz verloren hat in diesem einen Jahr, der zu Beginn dieser Debatte aufsteht und den Saal verlässt, und der aber im Wahlkampf herumgelaufen ist und gesagt hat, wählt AfD, ich kümmere mich um diejenigen, die von Fluglärm betroffen sind. Ich finde, diese Debatte können wir einmal verteilen bei allen Flughafenbürgerinitiativen, damit sie wissen, wer sich hier wie verhält. Drittens, das muss ich jetzt schon noch einmal sagen, liebe Kollegin Wissler, auch an dieser Stelle, ich glaube, man kann sicherlich, gibt es in jedem Land unterschiedliche Situationen, aber wenn man immer nur fordert, aber niemals auf den Weg sich macht, Verantwortung zu übernehmen, das Paradies auf Erden fordert, aber niemals irgendeinen konkreten Schritt dahin macht, dann hilft das am Ende auch nicht. Ich glaube, fragen Sie einmal beim Kollegen Ramelow, wie das geht mit Verantwortung übernehmen. Auch an dieser Stelle, glaube ich, ist das an dieser Stelle ziemlich wichtig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, im Jahr 2000 hatte die damalige Landesregierung aus CDU und FDP und die drei Parteien, CDU, SPD und FDP, hier im Landtag gesagt, sie wollen das Mediationsergebnis umsetzen. Und zu diesem Mediationsergebnis gehörte auch die Lärmobergrenze, nicht nur der Ausbau. Und leider, muss ich sagen, hat sich danach niemand mehr um diese Frage gekümmert, auch die SPD nicht, Herr Kollege Weiß. Und ich habe 2014 sozusagen diese Situation übernommen, Landebahn eröffnet, sozusagen Planfeststellungsbeschluss höchstrichterlich bestätigt, und habe mich daran gemacht, die Punkte zu bearbeiten, die bisher nicht bearbeitet waren. Da gehört die Lärmobergrenze dazu. Das ist eine schwierige Voraussetzung gewesen. Und ich will an dieser Stelle noch einmal sagen, wir wollen die Entwicklung des Flughafens ermöglichen, aber gleichzeitig Anreize zur Lärmvermeidung setzen. Und genau das ist Bestandteil der Lärmobergrenze, die wir verabredet haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil wir mit ihr sicherstellen wollen, dass ein bestimmtes Lärmniveau nie erreicht wird, obwohl es die Rechtslage hergeben würde. Das ist nämlich der Punkt. Wir gehen von der Rechtslage aus. Von was denn sonst, meine sehr verehrten Damen und Herren? Von was denn sonst? So, und deswegen ist das klar. Wir haben eine Lärmobergrenze etabliert, die eine deutliche Lärmreduzierung gegenüber den im Planfeststellungsbeschluss prognostizierten Werten darstellt. Diese Lärmobergrenze funktioniert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die Tatsache, dass sie so deutlich unterschritten ist, Herr Kollege Weiß, ist der Beweis dafür, dass sie funktioniert. Das hat der Kollege Kaufmann ausgerichtet, weil wir haben ein Wachstum an Flugbewegungen, aber kein entsprechendes Wachstum an verlärmter Fläche. Und das zeigt genau, dass das Prinzip klappt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen ein letzter Punkt.
deswegen, ich bin ja froh, dass ich wieder Stimmung in den Plenarsaal gebracht habe, Herr Kollege Weiß, bei Ihrer Aktuellen Stunde. Aber ich will vielleicht zu der Stelle Veröffentlichung oder nicht sagen lassen. Als das Monitoring, warum sind Sie denn so aufgeregt, Herr Schaus? Warum sind Sie denn so aufgeregt? Also, als wir den Monitoringbericht vorliegen hatten, haben wir im Ministerium über die Frage diskutiert, zu sagen, ob wir diesen Monitoringbericht dem Ausschuss zur Kenntnis geben, wie wir Öffentlichkeitsarbeit machen oder auch nicht. Ich habe da darauf hingewiesen, dass der Abg. Weiß sich immer beschwert, wenn wir erst Öffentlichkeitsarbeit machen und es dann dem Ausschuss vorlegen, dass er dann immer den Klabautermann macht. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir es dieses Mal andersrum und geben es erst dem Ausschuss und stellen es danach auf die Homepage, damit die Abgeordneten frühzeitig informiert sind. Jetzt haben wir einmal gemacht, was Sie immer gefordert haben. Im Ergebnis sagen Sie, es sei ein PR-Flop, weil wir keine Öffentlichkeitsarbeit dazu gemacht hätten. Herr Kollege Weiß, danke. Demnächst machen wir es wieder so wie früher. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, vielen Dank, Herr Minister. Jetzt haben wir folgenden Vorgang. Der Dr. Naas hat sich noch einmal gemeldet. Das darf er auch. Früher hatten wir einmal die Regelung, jeder darf nur einmal sprechen. Früher hatten wir die. Lang. Das war nicht vor dem Krieg, Kollege Rudolph. Das war bevor die Bayern Meister wurden. Das ist auch schon lange. Der Dr. Naas hat noch 2 Minuten und die Erregung kann sich wieder abbauen. Frau Kollegin Wissler. Sie haben keine 2 Minuten. Der Minister hat nicht überzogen. Der Kollege Naas hatte nur 2 Minuten zu wenig gesprochen. So, deshalb hat er das. Wir gucken nach. Kollege Naas, Dr. Naas, Sie haben das Wort. Ihr könnt mich hier nicht durcheinander machen. Der Doktor hat das Wort. Wir gucken. Herr Präsident, ich war gut beraten, mir noch etwas Redezeit aufzuheben. Das muss man, glaube ich, zunehmend bei unserem Wirtschaftsminister, weil das in der Tat wieder eine großartige Belehrung über das war, was in Sachen Flughafen die letzten 15 Jahre in Hessen geschehen ist. Ich will noch einmal eines deutlich machen. Die größten Probleme in der Erklärung haben hier die GRÜNEN, weil der größte Wortbruch ist von Ihnen ausgegangen. Sie haben jahrelang gegen den Flughafen gekämpft. Und ich muss sagen, das ist eine bemerkenswerte Entwicklung, die Sie da hingelegt haben. Hier jetzt auf dieser Stelle zu sagen, das ist alles von vornherein so gut gewesen, und das hat sich so entwickelt, wie wir uns das vorstellen. Das finde ich schon bemerkenswert. Ich sage Ihnen noch einmal, wir vertrauen darauf, dass die positive Entwicklung aus der technologischen Entwicklung hier auch den Menschen in der Region zugutekommt. Dafür brauchen wir keine grüne Politik. So, das war der Kollege Dr. Naas. Und die Frau Kollegin Wissler hat, wenn sie will, noch 19 Sekunden, wenn sie darauf Wert legt. Ich würde auch eine Sekunde dazugeben, bis sie hier vorne ist. Ja, dann fangen wir mal an. Auf 19 Sekunden. Auf geht's. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nur weil der Minister gesagt hat, die Lärmgrenze zeigt, dass sie wirkt, weil sie unterschritten ist, will ich nur feststellen, es gäbe keinerlei Unterschied in der jetzigen Situation, wenn es die Lärmobergrenze nicht gäbe. Es ist kein bisschen ruhiger geworden. Es hat sich überhaupt nichts verändert. Diese Lärmobergrenze ist absolut wirkungslos. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Ich wäre dankbar, dass der Dr. Naas nicht noch einmal gemeldet hat. Er hätte nämlich immer noch ein paar Sekunden. Aber okay. Dann ist der Punkt jetzt. Ja, okay. Dann ist der Punkt beendet.